Ja, was letztes Mal geschah? Hallöchen. Willkommen bisher bei Subsistence. Ja, wir sind wieder drin. Stehen vor der Tür. Wir haben noch mal eine Chance. Habe noch mal Chance, den richtig zu treffen. Ja, der ist gerade hochgelaufen im Fluss. Im Fluss hochgelaufen, okay. Hier steht eine Kiste, die ist direkt neben uns gespawnt. Sehr schön. Letztes Mal waren wir an dieser Tür. Wir waren auch schon drin. Nein, nur du. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Ich weiß diesmal, da ist hinter der Tür einer. Ja, wirklich? Ja, der hat mich so schief angeguckt, dass mein Bild weggefriest ist. Jetzt bin ich aber paranoid, dass der Typ hier kommt. Ja, der Typ da von links, der ist diesmal eine andere Marschrichtung gegangen. Okay, der sitzt gerade auf der Mittelinsel mitten im Fluss. Ah, der denkt sich auch. Nee, ein zweites Mal nicht mehr. Es hat schon einmal gereicht zu sterben. Er hockt immer noch da. Okay. Da kann er auch hocken bleiben. Genau. Von mir aus gerne. Vielleicht denkt er, wir sehen ihn nur nicht. Ja. So, fast geschafft. Ich sehe ihn. Ah, da ist er. Immer noch auf der Insel. Ich bin voll paranoid jetzt. Ja, wenn man weiß, dass in der Nähe einer ist, Der auch wäre ich theoretisch auch. hierher will. Ja, theoretisch. Ja, wahrscheinlich auch praktisch. So, du machst dich wieder bereit. Ich mache mich bereit. Super Diesmal Schuss. habe ich ihn abgeschossen. Und, was ist da drin? Oh, Munition für mich. Okay. Ah, es wird auch schon dunkel jetzt. Der Bohrer war super bestückt. Ja, okay. Gut, dann sind wir mit unserem guten Lauf durch. Ja, jetzt müssen wir nur noch diesen einen Kerl da auf der Insel beseitigen. Okay. Weg. Na gut. Ja, wobei, die haben das Feuer schon wieder an. Die sind respawned hier, rechts. Ja, weil die Nacht irgendwie anfängt. Ja, okay. Gut, der ist ja auch schon länger her jetzt, wo wir den umgebracht haben. Naja. Ja. Ich würde sagen, es war erfolgreich. Ja. Sehr erfolgreich. Ich kann mich nicht beklagen. War mal wieder ein actionreicher Tag. Vier Schrotpatronen habe ich gefunden. Wow. Guck mal, da ist ein Bär, der jagt ein kleines Reh. Armes Reh. Kannst du hingehen und versuchen zu beschützen? Nein. Oh, nein. Einfach nein. Ganz einfach. Die Antwort auf die Frage, die du mir gerade stellst. Ist nein. Einfach nein. Oder 42? Oh, da liegt eine Melle in der Tür. Einfach drüber laufen. Ja, guck mal, da kannst du was sehen. Die habe ich an der Tür rausgeschmissen. Okay, ich muss da neue Zack, Pfeile zack. erstmal machen. Und da. Zack. Achso, ich habe eingefütterten Stoff. Okay. Wollte ich nur so erwähnen. Nur mal so, ne? Nur mal so am Rande. Ah, das ist doch okay. Klebstoff und so Ja, Zeug. es war eine ganz nette Ausbeute. Warte mal, die Claymores, die können wir Können wir die nicht nächstes Mal als. einfach vor eine Tür stellen und dann abschießen? Als, hey, ich jag die Tür in die Luft. Weiß ich gar nicht. Also jetzt mal ganz schlau gedacht.
Müsste doch gehen, oder? Was explodiert, explodiert. Ob das jetzt... Theoretisch ja, hast du eigentlich recht. Das ist ja Explosion. Theoretisch. Und praktisch? Mal schauen. Boah, keine Frage. Was darfst du mir nicht stellen. Ja. Na, mal gucken. Das Eier im Kühlschrank, genau. So, war super, ich gehe angeln. Okay, ich gehe angeln. Ja, nach so einem langen, harten Arbeitstag will ich einfach ein bisschen entspannen, die Angel rausschmeißen, ein Bier dazu. Ja. Und einfach nur da sitzen auf meiner Veranda hier. Ja, das glaube ich dir. Ich bin gerade ein bisschen am Sortieren, ich gucke mal nach der Masse und so. Weil wegen deinem BKE-Bogen. Achso, wir wollten aber auch BKE umziehen. Genau, Warmwelle jetzt hinten schon soweit fertig? Ich weiß es nicht. Dann warten wir, bis sie da ist. Das wird sie uns gleich sagen. Genau, dann warten wir, bis sie da ist und dann. Ja, wenn du noch vorne bist, kannst du es vielleicht nochmal so einen Stoß voll Verbände machen. Stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen verbandlos. Ich guck mal. Ah, da hinten hat es noch 3 Verbände, die kannst du dir nehmen in der Kiste. Okay, super. Genau. Ah, wenn du... so ein Mist. Zurück. Hallo. Ja. Hallo. Wir haben eine Frage an dich. Nein. 42. Genau. Warst du da hinten mit der Base jetzt fail, dass wir BKE umsetzen konnten? Ja. Okay. Oh, cool. Gut, dann komm mal her. Den Fisch mache ich noch. Ja. Das Beet und die Kartoffelsamen habe ich dir auch in die Kiste da hinten gelegt. Okay, das ist ja super. Gut. Dann machen wir gleich mal ein BKE umzug. Dann verlasse ich dich, Imp, und nehme mein eigenes Bett in Zukunft. Du Schwein! Ob das Bett aufgeladen ist, musst du halt gucken. Das gucke ich einfach. Ich brauche nichts mehr für dich. Oh. Okay, wo bin ich? Bin ich? Bin ich? Hier bin ich. Natürlich. Okay, ich bin eigentlich da hinten rausgeflogen. Aber ja, es sind ja ein paar Minuten zurück, weil der ja nicht jede Sekunde speichert hier. Es war lustig, du lagst genau im Türrahmen. Oh. Ja, wir haben die aus der Tür geschmissen. Das ist aber nicht nett, weil das Holz habe ich nicht zurückbekommen. Ich habe dafür meine Munition wieder. Die ich total verballert hatte an den einen Typen. Also, morgen da klopft jemand. Nee, nein, nein, jetzt ist erstmal wieder ein bisschen Gilden angesagt. Kannst du mir nochmal Holz dann morgen früh besorgen? Ja, jetzt muss ich mich erstmal um da hinten kümmern. Machst du doch jetzt in der Nacht, oder nicht? Ja, du musst nur die Tür da hinten aufmachen. Ach so. Ja, gut. Ah, du hast geklopft, okay. Eigentlich war die offen. Ja, du hast wahrscheinlich zugemacht, wo wir angegriffen wurden. Jetzt. Dankeschön. Okay, sag mir Bescheid, wenn deine BKE weg ist, dann kann ich meine und deine. Dann kannst du wieder. Die soll ich jetzt einfach abreißen? Genau, einfach mal abreißen. Ist da nicht noch Strom drin? Ja, aber damit kann ich jetzt gerade nichts anfangen. Oder warte mal. Ich könnte 2 Leben erschaffen. Oder ein Leben. Ja, dann mach. Genau. Verwende das Zeug noch. So. Und dann entfernen war das, ne? Genau. Alles weg hier. Zerlegen. Es ist weg. Es ist weg. Okay, dann kannst du eine neue setzen und ich setze meine hier hinten. Dann bin ich heute offiziell ausgezogen. Du hast mir schon mal eine gemacht gehabt, richtig? Ja, die müsste vorne in Kuschelkist, einer von den 3 Kisten. Ah, da, okay. Ja, weil ich bin angekoppelt. Was, per Woll? Angekoppelt. So. Ich bin auch wieder dabei. Das ist gut. So. Okay. Was muss ich jetzt hier vorne machen, dadurch, dass das ja jetzt meine Base hier ist?
Einfach nur die BKE wieder ranklatschen. Er hängt schon. Ach so. Dann nichts mehr. Dann eigentlich ist erstmal nichts mehr. Okay. Benutzen könnt ihr das Zeug hier trotzdem? Genau, nur deine BKE können wir nicht benutzen. Alles andere können wir nutzen. Cool. Sehr schön. Eigenständig. Ja, aber eigenständig. Jetzt kann ich halt die Raffinerie hier wieder in Betrieb nehmen. Dein Beet oben aufstellen. Genau, mein Beet. Okay. Es ist Morgengrauen. Das heißt, wir könnten theoretisch angegriffen werden. Das ist nicht gut gerade. Nicht gut. Da war schon wieder ein Bär bei unseren Fallen. Greifen die uns auch an, obwohl wir uns unsere BKEs sozusagen zerstört hatten? Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nach dem Motto, hey, ich will nicht angegriffen werden, dann reiße ich doch einfach kurz die BKE ab. Das werden wir ja merken, ob jetzt Gegenangriffe kommen oder nicht. Ich finde es jetzt voll blöd, weil ich brauche Holz. Ich muss raus. Aber ich bin auch bei meinem Beten gerade. Ich muss gießen. Nee, so warte mal, das Bett packe ich auch woanders hin. Ja, setz diese Massespeichersachen. Ja, die habe ich schon. Einfach ins Treppenhaus. Genau, das habe ich schon. Erstens blumst du dann weniger runter und zweitens sind sie aus dem Weg. Und der Generator kann man da auch super reinstellen. Ja, ja, das passt alles. Ja, an den Generator muss ich ja immer wieder ran. Also da werde ich meine... Das mache ich auch. Und trotzdem steht er im Treppenhaus. Ja, aber ich werde ja noch ein paar Stromspeicher bauen und so. Ich muss mal gucken. Okay, passt. Sitzt. So, aber das. Das. Dass der mal hier reinkommt. Okay. Sieht gut aus. Ich bin zufrieden mit meiner einen Zimmerbude. Will ich dir auch geraten haben. Schön, schön geräumig. Passt noch ein Tisch rein. Perfekt. Was soll ich da sagen? Ich wohne im Eingang. Also in der Diele. Ja. Naja. Naja. Ich komme damit schon klar. Ja, das weiß ich doch. Ich leide einfach. Ne, die Asche, die nehme ich jetzt mit mir nach hinten, die ich gefunden habe. Falls ich sie irgendwann mal brauche. Machst du auch Beete? Ja. Wieso das? Kartoffelbeete wegen der Alkohol-Destil. Der braucht ganz viele Kartoffeln und dann können wir Molotow-Cocktails in Zukunft bauen. Achso, dann hältst du das jetzt separat. Die Kartoffelproduktion für Waffen und die andere. Kartoffelproduktion für Waffen, nee. Und das andere fürs Essen, richtig? Genau. Ja, weil darum muss ich den Melle nicht kümmern. Okay. Und dann weiß ich auf jeden Fall, die Kartoffeln habe ich gepflückt, die kann ich auch verwenden. Für alles, was du willst. Du musst halt deine Samen da selber ziehen, ne? Ich habe dir mal 10 von mir abgegeben. Und damit musst du jetzt wirtschaften. Wenn wir schon waffenfähige Kartoffeln züchten, können wir dann nicht auch gleich Kartoffelkanonen bauen? Ja, Waffen. Schön wär's, ne? Wenn ihr mir Holz holt mit mir, dann kann ich unsere Base, ich habe 117 Nägel, kann ich komplett reparieren wahrscheinlich. Was nur die ganzen Nägel? Ich hab die angeschleppt. Ja, die haben wir von den Base gekriegt. Und dann hatte ich ja noch das Glück. Okay, bevor ich Holz sagen gehe, muss ich die Viecher füttern. Oh, Mist, stimmt, vergessen. Habe ich die eine Falle wieder aufzufüllen. Pass auf, da ist ein Bär. Habe ich gerade gesehen.
Ich bin ein paar Kilometer entfernt. Ich habe vergessen, das Essen wieder reinzulegen in die Falle. Okay. Also ich hoffe nicht zur Falle. Da steht er definitiv. Ja, ich mach den Berg gleich nochmal weg wieder. Das hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man da wieder was reinlegen muss. Gehen wir gleich die Öfen aus. Ah, alles Kacke. Rickett schon leer? Ja. Ich habe eins mitgebracht. Zehnerhuhn habe ich hier. Kommst du her? Jetzt hat wieder Platz bei den Hühnern. Also bei den Hühnern hat es ein Plätzchen frei. Und bei Kaninchen zwei Plätze frei. Sagst du, wenn du den Bär erledigt hast? Ja. Heißt ja erledigt oder ja, du sagst Bescheid? Ich sag Bescheid. Okay. Bär erledigt? Gut, dann kann ich raus. Ich dachte, du sagst Bescheid. Bescheid. Lege ich das Huhn jetzt einfach nur im Kühlschrank. Genau, leg's mal auf Eis. Muss ich nachher machen. Vielleicht bin ich nachtisch. Können wir eigentlich nochmal so einen Stall gebrauchen? Wie ist denn das? Vermehren sich da die Hühner? Nee. Die kosten mich einfach nur sehr viel Futter. Oh. Also zwei Ställe reichen für uns. Ein Hühner und ein Hasen. Ja, wenn du irgendwann die Max-HP-Anzahl gefunden hast von 125, dann wird es auch wieder leichter, weil dann brauchst du dieses... Dir kommt ein Bär. Okay, dann brauchst du auch nicht mehr dieses Wunderessen. Okay. Außer du stirbst. Außer du stirbst. Aber dann verlierst du meistens nur so ein paar Punktchen. Achso, der hat sich am Baum verhängt. Ah, ja, auch nicht schlecht. Dann erschlag ich mit deiner Axt oder so, wenn er eh hängt. Zeig ihm, wer der Boss ist. Bescheid, Bär weg. Gut. Sind wieder präpariert und bestückt. Danke. Super. Vielen Dank. Bitte, bitte. Bin ich wieder auf 7:30 Stellung, weil ich ja weiß, dass die Typen nachher kommen. Nachher. Eigentlich hätten die doch schon kommen müssen, oder? Ja, manchmal kommen die auch erst gegen Abend. Spätestens eigentlich. Mittag, das ist unterschiedlich. Haben wir jetzt Nachmittag? 14 Uhr? 15 Uhr? Ich kann es gar nicht abschätzen. Schwierig. Schwierig zu sagen. So bewölkt ist. Nein, es regnet. Und ich habe keinen Regenschirm. Das wäre cool eigentlich, so ein Regenschirm. Jo. Der Blitz hätte ich ihn trotzdem nicht draußen. Ja, guck.
Du bist super. Melle ist vielleicht unsere Donnergöttin. Nee. In der Beziehung bin ich ein Schisshase. Bin ich vielleicht ein Heimscheißer, aber keine Donnergöttin. Aber Blitze können uns nichts tun, oder? Nee, hier im Spiel Gott sei Dank nicht. Das war nochmal ganz blöd gefragt. Zum Glück, ja. Okay, da fehlt noch was. Alles klar. Könnten die nicht kommen mit Tröten und Trompeten? Weißt du, mit so einer Marschband? Ja, weißt du, oder wie Trommeln, wie die Wikinger. Oder in welchem Krieg, Bürgerkrieg, wo sie noch Mann gegen Mann, haben sie doch noch Trompeten gehabt. Schön wär's, gell? Ja, das wäre total geil. Wüsstest du, die kommen? Hm. Also nicht mal von welcher Richtung sie kommen, wenn sie kommen. Da ist ein Elch. Keine Berufszeit. Ja, der läuft gerade auf die große Base zu. Nein, dann nehme ich nicht. Ja, das ist blöd, da steht nämlich auch ein Jäger. Oh, wenn so donnert, da weißt du nie, knurrt mich was an oder das ist einfach nur der Faktor. Und den habe ich schon. Sie töten den Elch. Da ist ein anderer Elch. Schatzi? Ja? Belässt du mir dein Holz, bevor die kommen? Ich bring's gleich nach Hause, ja? Weil ich bin noch ein bisschen am Holz hacken. Wenn die schrummen? Dann rennen wir. Ach, jetzt brauche ich wieder Bretter. Da habe ich. Bretter müssten wir haben. Sehen. Ja. Bei der Türe braucht man Bretter. Okay. Ja, weil die aus Metall. Nee. Nee, aber in Metall ja nicht zu türmen. Okay. Ich pack's dir mal hier in die Truhe rein, vor der du stehst. Ja. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Ach, ich reicht zum Reparieren. Hinten ist auch ein verbranntes Fleisch. Okay. Ja, dann gucke ich mal danach. Beim Gemüse. Ah, okay, dann nehme ich das mit. Weil das wird ja eh nicht schlecht. Nö. Aber kann ich gut für die Masse denn benutzen. Ja. So, die Masse hast du bald zusammen. Na, nicht ganz, aber okay. Na, es könnte schon sein, dass nächste Folge dein Reflexbogen da ist. Ja. Und dann. So. Okay. So Mist. Zum hier reparieren hat's gereicht. So, einmal Schmelzung. Haben wir eigentlich schon wieder Baumwolle dazu bekommen? Ja, einmal. Okay. Aber sonst habe ich nicht spektakulär viel. Aber dafür den einen Stoff. Ja, den gefütterten.
Nee, beziehungsweise ich brauche nur noch einen Pullover und da brauche ich 10 Baumwolle. Und den gefütterten Stoff, ja, Kampfhelm, Kampfweste, aber auch die Tauchbank braucht das. Oh. Ach so. Da bin ich mir auch überlegen, weißt du, erst das Tauchset bauen oder doch eher lieber Helm und Weste bauen? Das ist so, Also beides nicht schlecht. Wenn wir uns einfach dafür entscheiden, dass wir uns nicht mehr töten lassen, dann wäre ein Tauchset cooler. Ja, man kann auch mit dir dann tauchen gehen. Eben. Ja, wir bräuchten dann auf jeden Fall 2 Tauchsets, damit er mit runterkommen kann. So, und an Land würde ich jetzt mal behaupten, sind wir ungeschlagen. Ja, also mittlerweile geht's. Auch du fügst dich ja echt gut ein. So, ja. Base ist heile. Okay. Gut. Aber wir sind dann auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. So schnell? Oh nein. Ja, so schnell. Na dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.